oder der Bastelzeit. Heute soll es mal um ein paar Dinge gehen, die immer gut zum Basteln sind, aber auch etwas sind, wo ich in der Vergangenheit Dinge getan habe. Diese sollte man definitiv nicht nachmachen. Also gucken wir mal, was wir denn so haben, was ich mit vorhab und was ich in der Vergangenheit für Fehler gemacht habe, die ihr nicht tun solltet. Und zwar geht's um sowas hier. Ja, ein Bohrer. Okay, ist jetzt erstmal nicht schlecht, aber die Dinger hier, die haben einen großen Vorteil. Sie kosten meistens nicht viel Geld und vor allen Dingen die hier, die eine Geschwindigkeitsregelung haben, kann man relativ gut benutzen. Und wenn man sie nicht benutzen möchte, der Motor ist relativ stark, den kann man hier rausholen und für andere Projekte sehr gut wiederverwerten. Ja, wie ihr seht, der ist eventuell schon ein bisschen älter, hat hier vorne einfach so ein stinknormales Billigbohrfutter drauf. Wir haben eine Einstellung für, was ist das überhaupt, Kraft irgendwie, Kraftkopplung. Das heißt also, wenn es zu stark dreht, springt es über, sodass man sich nicht Schrauben beim Schrauben halt kaputt macht, die Schraubenköpfe. Ja, der hier, was haben wir hier stehen? Das ist 12 Volt, 550 Umdrehungen, 10 mm Bohrfutter und Baujahr 2004. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und das sieht man vor allen Dingen, wenn man nach unten geht. Hier fehlt nämlich etwas. Da gehört normalerweise der Akku rein. Und das ist das, was ich in der Vergangenheit schon umgebaut habe. Der Original-Akku sieht nämlich hier so aus. Da sehen wir schon so ein paar Zettelchen. 50 Grad recyceln und Achtung, Nickel-Cadmium. Nickel-Cadmium-Akkus, die gab es früher, waren relativ pflegeleicht, aber Cadmium, sagen wir mal, es ist nicht ganz so gesund. Und vor allen Dingen, was bei mir immer wieder das Problem war, die Nickel-Cadmium-Akkus sind gerne mal ausgelaufen. Dann hat man diese hochgiftige Pampe im Zweifelsfall da in der Wohnung liegen. Deswegen habe ich den hier vor einiger Zeit schon mal umgebaut. Man sieht es hier schon, hier ist ein Sicherungshalter und ja, was hinten dran ist, ist ein Kabel. Denn, eventuell habt ihr gesehen, das Ding hier arbeitet mit 12 Volt. Ich bin jemand, der ein 12 Volt Solarnetz hat, Strich hatte und ja, hab den dann einfach an meine Solaranlage geklemmt. An der Stelle haben wir dann aber schon die ersten Fehler gemacht. Apropos 2004 Watt, ich habe so meine Zweifel. Naja, am anderen Ende ist im Moment einfach nichts dran. Da war dran ein Zigarettenanzünderstecker. Ist der erste Fehler. Zigarettenanzünderstecker, ich müsste nachgucken, aber ich glaube, die sind irgendwie nur für so 1, 2, vielleicht ein paar Ampere mehr gedacht. Bei 12 Volt ist das halt nicht ganz so viel. Und das zweite, ihr seht es wahrscheinlich, das hier, das ist Boxenkabel. Beliebter Fehler von Einsteigern, muss ich mal, glaube ich, ein Video drüber machen. Boxenkabel ist zwar günstig, aber es hat auch seinen Grund in den meisten Fällen. Ja, alles, was HiFi ist, das ist quasi wie Gaming, wenn es draufsteht. Guckt zweimal, das, die Wahrscheinlichkeit da Blödsinn überteuer zu bekommen, ist relativ hoch. In den meisten Fällen ist das hier kein richtiges Kupfer, sondern es ist dann irgendwie so Alukabel mit Beschichtung und so. Und ja, das kann nicht so viel Strom ab, wie man es vermuten würde, wenn man die Querschnitte sieht. Der Querschnitt hier ist so oder so zu klein, von daher ist das Thema da relativ durch. Ja, ich habe hier im Prinzip, hier sieht man mit Heißkleber das Ding, einfach das Kabel hier reingemacht. Hier vorne ist eine Sicherung dazwischen. Gleich mal gucken, wie viel das ist. Und ja, das dann hier entsprechend rein. Hier unten sind ein paar Federn drin. Kann man jetzt nicht wirklich sehen, aber ja, so kann man das Ding hier dann benutzen. So, was mich jetzt interessieren würde, wie viel Strom zieht denn der überhaupt? Und was ich dann vorhabe, ist hier das Ding wieder akkufähig zu machen. Und zwar mit einem Lithium-Akku, der dann ja, hoffentlich ein bisschen länger hält, auch unterwegs nutzbar ist wieder und vor allen Dingen das Boxenkabel wegbekommt. So, gucken wir mal, ob wir hier mit dem weiterkommen. Das wäre dann mal Netzteil Nummer 1. Nehmen wir mal das Originalkabel. Da haben wir jetzt natürlich Spannungsverlust und entsprechend auch Leistungsverlust. Also wir sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr Strom vorsehen als das, was jetzt hier fließt. Aber wenn wir jetzt hier mal drücken, dann passiert nichts. Ah, einschalten könnte helfen. Das sieht gut aus. Und hier kommen wir auf 1,5 Ampere bei 12 Volt. Aber diese 1,5 Ampere ist natürlich Leerlauf. Das heißt also, wenn der irgendwie was zu tun hat, sieht das natürlich anders aus. Machen wir den mal hier hinzu, fahren das Bohrfutter zu. Und ich halte jetzt einfach mal oder versuche festzuhalten, was wir da kriegen. Okay, 5,8 Ampere
Current Limit. Also, und ich kann es vor allen Dingen festhalten, wir brauchen definitiv mehr als 5 Ampere oder 6 Ampere. Ich brauche ein größeres Netzteil. Okay, mal gucken, ob das hier besser geht. Das hier kann bis 20 Ampere. Wir sehen wieder 12 Volt. Und auch hier haben wir die 1,5, 1,6 Ampere. Und ich versuche jetzt nochmal festzuhalten. Mal gucken, ob das diesmal geht. Oh ja. Eieiei. Und da ist die Sicherung durch. Das waren 20 Ampere. Okay. Das ist irgendwie alles deutlich mehr, als ich dachte. Ja, wie gesagt, jetzt geht nichts mehr. Also ich gehe mal davon aus, hier unten ist die Sicherung durchgebrannt. Ja. Okay, ich habe gerade auch nochmal geguckt. Also die größte Sicherung, die ich habe, ist 10 Ampere. Damit kommen wir, denke ich, ja auch nicht weiter. Von daher machen wir das mal auf. Hier sind noch 2 von 4 Schrauben drin. Dann machen wir die mal weg und gucken, was da im Inneren ist. Im Zweifelsfall machen wir da gerade einen Kurzschluss rein. Überbrücken die Sicherung. Sollte man natürlich nicht machen, aber dadurch, dass ich im Moment ein Netzteil hinten dran habe, was dann natürlich Current Limit macht, auf 20 Ampere, sollte das passen. Und, okay, ich habe einfach ein bisschen Holz reingemacht. Oh, und ein Kondensator. Wow. Das war wahrscheinlich, um ein bisschen das Gewicht hinzukriegen. Wie wir sehen, das war ein durchgehendes Kabel, durchgehende Doppellitze. Die habe ich dann hier die rote Leitung durchgeschnitten und auf den Sicherungsautomaten gemacht. Der Rest, wie zum Geier habe ich das hier oben drin gelötet. Interessant. Also unten sehen wir die Kontaktflächen. Ach, die kann man bestimmt rausschieben. Und dann, okay, die habe ich rausgeschoben. Dann so gelötet und danach mit Heißkleber da wieder reingepempelt. Okay, die beiden muss ich irgendwie kurz schließen, dann kann ich wieder weiter testen. Wobei viel testen ist wahrscheinlich nicht mehr, weil 20 Ampere ist auch das Limit, glaube ich, hier von dem Netzteil gewesen. Yep. Und dummerweise konnte ich bei 20 Ampere immer noch das Ding festhalten, was mich doch jetzt wundert, weil, das sind irgendwie 240 Watt. 240 Watt, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das genügend Dampf wäre, dass ich das nicht mit der Hand gehalten bekomme. Oder es war einfach so viel Spannungsabfall auf der Leitung, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir machen das anders. Ich glaube, ich suche mir irgendwas, um hier dran zu kommen. Wisst ihr was? Komm, wir sind hier bei der Bitbastelei. Wir zerlegen den hier auch noch und gehen dann direkt drinnen an die Kabel für unseren Test. Passt das hier irgendwie? Ja, das ist Kreuz. Wunderschön. Dann gehen wir mal eine Runde schrauben und gucken mal, was da wirklich dahinter steckt. Und für alle, die meckern wollen, ja, mir ist klar, ich kann mir auch einfach einen neuen mit Lithium kaufen, aber basteln. Außerdem, wieso Dinge wegschmeißen, die noch funktionieren. Der Motor ist noch gut, der Rest hier von dem Ding ist auch noch soweit in Ordnung, dass ich sagen würde, okay, kann man benutzen. Und um ein paar Schrauben reinzudrehen oder mal ein Loch zu bohren, sind die halt immer noch okay, ne? So, gucken wir mal. Böse Vermutung. Geht das überhaupt, ohne hier die hier rauszuholen? Was natürlich ja auch interessant sein dürfte, ist, wie sie die Geschwindigkeitsregelung gemacht haben. Und da sind wir. Oh. Also, wir haben hier die Kontaktflächen, haben hier unseren Schalter, den wir hier mit mehreren Drähten anscheinend haben. Dann haben wir hier den großen Motor mit entsprechend Gearbox vorne dran. So, was haben wir hier? Hier, das ist ein STMicro, so viel kann ich erkennen. 30M410. Das hier hat ein TÜV-Zertifikat, so viel kann ich schon mal sagen. Kriegen wir das auseinander? Und danach wieder zusammen. Ich fürchte, nein. Schade. Aber vielleicht finden wir ja etwas zum Modell. Das ist das JV01L-1. Okay. Hier vorne, da ist richtig Gewicht dahinter. So. Wie auch immer, jetzt haben wir das hier lose. Können hier direkt dran gehen. Und dann können wir mal gucken, wie es dann aussieht. Geht ja doch. Die Geschwindigkeitsregelung haben wir trotzdem. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal unser Netzteil, gehen da direkt dran, wenn das geht. Wird wahrscheinlich ein... verdammt, wo ist Minus, wo ist Plus? Never mind. Rotes Kabel, schwarzes Kabel.
Vertrauen wir einfach mal darauf, dass das schon stimmt. Und passt das dazwischen? Yes. Aua. Ah, okay. Also ich denke so, mit 10 Ampere kommen wir klar, wenn wir den Spannungsabfall wegrechnen. Mehr kann ich da im Moment nicht machen. Wir können ja mal zum Spaß, ist hier, ne, hier steht nur DC 12 Volt drauf. Keine weitere Infos zum Motor. Was steht hier? Bis maximal, hier, perfekt. 7,2 bis 15 Volt, maximal 12 Ampere. Okay. Dann haben wir unsere Hausnummer, 12 Ampere ist das, womit wir rechnen. Und ich gehe davon aus, so von dem, was ich jetzt hier halten konnte, dass das dann auch ausreichend ist, um eine Schraube irgendwie durch ein dickeres Brett zu kriegen. Okay, 12 Ampere, it is. So, nun brauchen wir dann auch ein bisschen was an Zellen für. Und die, die ich mir rausgesucht habe, sind jetzt erstmal die hier. Das sind Samsung-Zellen, wie wir unschwer kennen können. INR 18650 29E und Versionsnummer 7. Wenn wir uns dazu das Datenblatt angucken, dann finden wir, dass wir die mit Peak 8,25 Ampere entladen können. Das ist unter den 15 Ampere, die ich gerne hätte. Also nehmen wir zwei von denen parallel, dann hat sich das Thema erledigt. Zwei Stück parallel heißt, wir haben die doppelte Kapazität, also längere Akkulaufzeit, aber auch doppelten Strom. Heißt in dem Fall irgendwo so um die 16, 16,5 Ampere. Ist laut Datenblatt okay. Damit hätten wir das Thema schon mal erledigt. Jetzt haben die beiden hier aber irgendwie nominell irgendwie so, sagen wir mal, 3,5 bis 4 Volt. Ist etwas wenig. Wenn wir jetzt mal durchrechnen, wir wollen auf 12 Volt ungefähr kommen, können bis 15 hoch, dann brauchen wir drei Stück, also ein 3S2P-Pack. Das heißt, wir holen zwei, machen die parallel, dann machen wir nochmal zwei in Serie, dann haben wir irgendwo so um die 8 Volt, dann machen wir nochmal zwei hinten dran. Problem. Ich habe nur vier von denen. Das ist jetzt schlecht. Das heißt, ich brauche dann jetzt auch nochmal andere Zellen, die das auch können. Dachte dann erst an diese hier. Das sind Panasonic-Zellen, weil die haben auch relativ gute Kapazität noch, waren recht frisch, auch wenn sie schon älter sind. CGR 18650C. Wenn ich mir dazu aber das Datenblatt angucke, da gibt es leider kein neues. Aber wenn man so dem Internet glaubt, haben die einen Discharge-Peak von 4 Ampere. Das reicht nicht. Also mit denen komme ich nicht weiter. Gehen wir mal weitersuchen. Ob ich noch irgendetwas habe, was ein bisschen mehr Kapazität hat, ein bisschen mehr Strom abgeben kann und vorzugsweise auch so um den Dreh liegt, weil die hier, die waren alle so 2,7 Amperestunden um den Dreh. Das ist schon relativ viel für mich. Ich meine, ich kann jetzt natürlich noch jede Menge mehr von denen hier parallel schalten. Aber das ist irgendwie auch nur so, meh. Im Notfall muss ich mal gucken. Die hier, die werden noch hergestellt. Kaufe ich mir von denen noch ein paar. Aber meh, wenn ich kein Geld ausgeben muss, ist das für mich natürlich schöner. So, paar Tage vergangen und das Projekt kann dann doch mal weitergehen. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen was geändert hier dran. Und zwar konnte ich nirgendwo genügend Akkus finden, die vernünftige Werte haben. Also holen wir ein paar neue. Hier haben wir sie schon. Das sind jetzt die 6 Akkus, die ich da reinmachen möchte. Plus ein kleines BMS. Theoretisch zumindest. Wie gut das ist, gucken wir uns dann gleich noch an. Und ja, wenn wir das alles hier reinbasteln, dann sollte theoretisch das ein fertiger Akku werden. Ja, ich muss natürlich noch gucken, dass ich irgendwie vielleicht einen Ladeanschluss oder so hinten dran bekomme. Mal gucken, wie ich das mache. Gut, machen wir erstmal die Akkus fertig und die BMS da dran, wo auch immer sie jetzt hin ist. Also, den Kram wieder auf Seite und gucken wir uns die hier mal an. Wie gesagt, die sind alle am Stück gekauft jetzt. Von daher hoffe ich einfach mal, dass die qualitativ auch soweit brauchbar sind. Ich meine, das sind die günstigsten, die ich gefunden habe, aber hey, Typennummer ist die NCR 18650A. Was man hier erkennen kann, es ist anscheinend nichts außenrum an Protection. Das heißt, das ist eine unprotected Zelle. Also bitte nicht in Taschenlampen, E-Zigaretten oder was es da sonst noch an Anwendungen gibt, einfach reinhauen. Das kann schief gehen. Ohne Protection ist das keine gute Idee.
Und ja, wir werden dann erstmal jetzt durchgehen, messen, wie denn die Spannung hier von den Dingern aussieht. Theoretisch sollten sie gleich geladen sein. 3,62 Volt. Na, mittler. 3,86 Volt. Also da ist auf jeden Fall Unterschied dazwischen. Das heißt, die sollten auf jeden Fall vorher irgendwie extern mal laden, bevor wir da irgendwas zusammenschweißen. 3,7 und 3,66. Okay, also die gehen auf jeden Fall alle erstmal irgendwie zum Laden, dass man die mal auf ein gleiches Spannungsniveau kriegen. Ich glaube, ich mache auch bei allen direkt noch einen Kapazitätstest, um zu gucken, wie es damit aussieht. Okay, und ich habe die Akkus jetzt alle durchgemessen. 2,4 bis 2,6 Amperestunden, so um den Dreh, haben wir hier jeweils rausbekommen. Relativ weit auseinander, doch ein gutes Stück von dem, was beworben wird. Aber hey, passt immer noch. Und ich würde sagen, ich hole mir einfach dann jeweils den größten und den kleinsten, mache die jeweils parallel. Und wenn wir das machen, haben wir dann jeweils knapp über 5 Amperestunden, wo wir rauskommen. Und ich denke, das ist schon eine ganz gute Laufzeit, die wir dann da zusammenbekommen werden. Einfach, wenn wir die hier so holen und dann so hintereinander machen. Also jetzt vielleicht nicht physikalisch, aber logisch so. Und dann jeweils hier natürlich verbinden. So. Okay, klingt nach einer Aufgabe für mein Punktschweißgerät. Also gehen wir mal wandern und machen die dann fertig. Also habe ich erstmal die Paare entsprechend, so wie gerade beschrieben, zusammengestellt, dass die entsprechend ungefähr die gleiche Kapazität haben. Ich habe die dann auch direkt zusammengeklebt, dann verwechsle ich das in den nächsten Schritten auch nicht mehr und das sollte alles dann passen. Zum Kleben benutze ich hier ja, Captain Tape oder Kapton Band. Das ist ein Material, das leitet nicht und hält auch höhere Temperaturen relativ gut aus, wird deswegen häufig in der Elektronik so verwendet. Danach rüber zum Schweißgerät und ja, zur Sicherheit nochmal die Spannungen geprüft und dann die ersten Nickelstreifen da angeschweißt. Wie das funktioniert, hatte ich ja schon im Video zu hier dem Punktschweißgerät gezeigt, werde ich jetzt nicht nochmal durchgehen. Am Anfang und am Ende vom Pack, da habe ich von dem Nickelstreifen einfach was überstehen lassen. Da kann ich dann am Ende die BMS direkt anlöten. Dazwischen, da habe ich die Nickelstreifen länger gelassen und dann gefaltet. Sieht nicht ganz so gut aus, aber dürfte auf jeden Fall funktionieren. Zwischen den Zellen, da habe ich aktuell ein bisschen Papier dazwischen, so als zusätzliche Isolierschicht. Prinzipiell haben die Zellen ja diesen Schrumpfschlauch drum, der isoliert das Ganze untereinander, aber wenn die dicht an dicht sind und einander reiben, nicht, dass da irgendwie mal was durchreibt und ja, dann könnte es dann Kurzschluss über eine Zelle geben, das möchte ich natürlich nicht. Deswegen das hier erstmal dazwischen, das ist nicht ideal. Ich werde das wahrscheinlich später nochmal tauschen. Es gibt da, ja, auf Englisch heißt das Ganze Fish Paper, das sind so vulkanisierte Fasermatten sozusagen. Grob gesagt ein dickeres Papier, was eigentlich mehr aushalten dürfte. Das wäre hier wahrscheinlich besser geeignet. Aber fürs Erste müsste das hier okay sein. Am Ende nochmal eine kurze Zwischenprüfung. Yep, die Spannungen kommen hin. Also offensichtlich habe ich keinen allzu groben Unfug gebaut. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ihr seht schon, das ist etwas mit ganz viel Captain Tape hier isoliert. Und es haben sich noch ein paar Sachen geändert. Ihr habt ja gesehen, ich habe immer zwei zusammen gemacht. Und dann entsprechend die hier mit etwas längerem so gefaltet, sodass wir jetzt quasi 3x2 haben, unsere 3 in Serie und 2 parallel. Und was man auch schon sehen kann, hier sind schon Kabel dran. Yep, ich habe schon mal weitergemacht. Und zwar, wenn wir hier auf die Seite gucken, da ist unsere BMS schon dran. Die ist hier bei Plus und Minus von der Batterie direkt mit den Nickelstreifen verlötet. Das sollte, denke ich, genügend Strom durchlassen. Dann haben wir den B1 und B2. Die sind jeweils mit dünnen Drähtchen auf diese Laschen, die wir eben gesehen haben, wo das so umgedrückt ist, verbunden und das Ganze dann bis auf die BMS mit Captain Tape eingewickelt, dass es da keine Kurzschlüsse geben kann. Ihr seht, es sind auch schon Kabel dran, das hier müssten theoretisch ein Quadrat sein. Ich gebe mal keine Garantie drauf, ob das auch wirklich stimmt. Minus geht direkt hier oben rein. Ihr seht, ich habe den einfach mit ein bisschen Plastik da reingestopft. Da unten ist noch der, ja, sieht man nicht, aber da ist der Elko drunter. Das sollte eigentlich ausreichen, um das zu halten. Wir sehen, die Kontakte sind hier, wo sie hin sollen, also das sollte gehen. Der Plus macht noch einen Zwischenstopp und zwar hier unten drin. Wir gucken, da haben wir einen Sicherungshalter. War ja schon einer drin, ich habe den nochmal getauscht gegen ein anderes Modell. Ist auch schon eine Sicherung drin. Wenn wir hier gucken, das ist eine, zack,
etwas dickere. Wir können eventuell hier den relativ dicken, wo ist er, Draht da drin sehen. Das hier ist eine 20 Ampere Sicherung. Das ist mehr als das eigentlich sollte an vielerlei Stelle. 20 Ampere in hier dem Gehäuse, meh. 20 Ampere mit hier dem Sicherungshalter, meh. Und auch das Ding im Akkuschrauber ist ja dafür gedacht, eigentlich nicht 20 Ampere abzukönnen, sondern eher, was waren es, 12, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich hoffe einfach mal, da das Ding ja die Geschwindigkeit oder Leistung ist es ja eher regulieren kann, dass der sich selbst irgendwie schützt und sich selbst nicht überlastet. Das heißt, hier die Sicherung ist dann eher so, ja, der Notdings. Wenn die aufgeht, dann haben wir ein anderes Problem. Aber naja, lieber eine zu viel als zu wenig. Und dadurch, dass das hier eine entsprechende flinke Sicherung ist und ich den Anlaufstrom auch noch habe, lieber ein bisschen zu groß als zu klein, wird schon schief gehen. Fürs Laden selber werde ich hier für den Akkupack mal nichts vorsehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich nachher einfach oben drauf hier den passenden Strom für den Akku draufgeben kann oder die Spannung. Und das Balancing dann hier drin ausreicht, um die Akkus halbwegs sinnvoll zu halten. Ich werde es nach dem ersten Laden mal nachmessen, aber ne, wird schon schief gehen. Bleibt nur noch eine Frage, passt das hier rein? Ich habe es natürlich vorher gemessen. Also sollten wir jetzt theoretisch in der Lage sein, das hier rein zu versenken. Überraschung, funktioniert, ist auch noch oben genug Platz. Und dann kann der Deckel hier entsprechend da drauf, Kabel ein bisschen auf Seite drücken und zack, so. Haben wir einen fertigen Akku, der ist auch vom Gewicht her schon okay, also ich muss hier im Gegensatz zu meiner vorherigen Konstruktion kein Holz oder so reinlegen. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch irgendwie was Pappe oder so für hier drüber habe, Pappe vielleicht nicht, das könnte eventuell anfangen zu brennen. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir das hier, das sollte theoretisch nicht leitend sein, also hält aber dann das Ganze unten, drückt ein bisschen gegen, dass da nichts hin und her wischt. So, Deckel drauf, Schrauben haben wir ja noch, machen wir die gerade zusammen, dann gucken wir mal, ob das alles auch funktioniert hier mit dem Akku. Und ich habe gerade nochmal nachgemessen, der hier hat 420 Gramm, den wir modifiziert haben und ich habe hier noch einen gefunden, 18 Volt, ist also wahrscheinlich von einem anderen Schrauber und hat ein bisschen mehr drin, ist aber auch Nickel-Cadmium, der hier kommt irgendwo bei 640 Gramm raus. Also doch noch ein bisschen schwerer als das hier, aber ich denke, wie gesagt, vom Gewicht sollte das passen, sodass da nicht zu Unfug wird. Also nehmen wir uns mal hier unseren Akku-Bohrschrauber, ja, mehr Schrauber als Bohrer. Machen wir mal spaßeshalber den 18 Volt rein. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert, aber ja, der ist komplett tot. Wer hätte es erwartet. Aber unser Lithium-Akku sollte nicht tot sein. Jedenfalls theoretisch nicht. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Rein damit. Klappt. Und können wir drücken. Das klingt gut. Ja, ich würde sagen, funktioniert. Klappt es auch mit dem Festhaltetest? Achso, bohren. Machen wir mal bis zur höchsten hier. Ja. Hat auf jeden Fall genügend Stärke dahinter. Ich denke nicht, dass wir damit in ein Problem laufen. Und wir sehen auch, die Sicherung hält jetzt diesmal. Hat nichts abgeschaltet von der BMS. Es wird nichts warm. Überraschung. Wie gesagt, die Akkus sollten das eigentlich laut Datenblatt aushalten. Und ja, jetzt haben wir hier unseren schönen Bohrschrauber. Wie gesagt, laden muss ich mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich einfach mir so machen, dass ich mit dem Netzteil dran gehe und schlicht und ergreifend damit lade. Ich kann natürlich mal gucken, irgendwo habe ich bestimmt auch noch die original Ladeschalen hier für das Ding, dass man davon eine holt und da irgendeinen Chip reinbaut, der dann Multi-Akku-Pack laden kann. Balancing-Anschluss werde ich wahrscheinlich nicht rausführen, weil, wie gesagt, ich glaube, der hier drin sollte das schaffen. Die Akkus sahen relativ gleich aus, sind gleichzeitig gekauft worden und sollten sich dann entsprechend auch beim Laden da nicht allzu sehr auseinanderentwickeln und den Rest kann dann das Balancing Board hier gerade ziehen. So, also lohnt sich hier so ein Umbau? Finanziell brauchen wir nicht drüber zu reden. Nein, natürlich nicht. Hier so ein Akkuschrauber, die günstigen irgendwie unter 10 Euro inzwischen. Gut, der hier hat keine Geschwindigkeitsregelung, der ist meh. Aber selbst hier einer mit Geschwindigkeitsregelung, ich denke nicht, dass die so teuer sein werden als Neuware.
Und da hat man dann natürlich alles mit dabei. Man hat ein frisches Gerät, was noch nicht abgenutzt ist. Man hat einen frischen Akku mit dabei, eventuell sogar zwei. Man hat dann passende Ladegerät mit dabei. Das hat man hier natürlich alles nicht. Und trotzdem hat man ziemlich Kosten, weil Akkus und Balancing Board und man muss noch Schrauben da, was natürlich dann auch noch Zeit kostet. Aber immerhin, es funktioniert offensichtlich. Ich habe das Ding jetzt schon nur ein paar Tage benutzt und habe ein paar Löcher gemacht und das hat alles bisher gehalten. Keine Sicherungen, keine Auslösungen, nichts vom Motor. Das sollte alles passen. Stand aber auch so in den Datenblättern, dass das eigentlich zusammengehen sollte. Ja, und hier so haben wir das Ding immerhin, obwohl es so alt ist, was haben wir eben gesagt, Baujahr 2004, haben wir trotzdem jetzt vom Schrott gerettet. Das kann jetzt noch ein paar Jährchen weiterlaufen und ich habe die Befürchtung auch ein paar Jährchen mehr, denn ich benutze es nicht so häufig. Das meiste, was ich schraube, sind eher kleinere Sachen. Da ist hier so ein Trümmer natürlich nicht das richtige Werkzeug. Und naja, wenn man wenig nutzt, nutzt sich auch entsprechend der Motor wenig ab. Es besteht wenig Chance, dass der, ich glaube, ein MOSFET war es hier oben drin, durchbrennt. Und ja, der Akku selber, mal gucken, wie lange die hier jetzt halten. Das sind schon wahrscheinlich ältere Zellen, also sie wurden mir als neu verkauft, aber sie haben deutlich weniger als das, was angeboten war, an Kapazität. Und soweit ich weiß, wird das Modell auch gar nicht mehr so wirklich gefertigt. Von daher, der Händler war ein bisschen shady, aber er war günstig, von daher wird schon schief gehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch nichts gesehen, dass die Akkus irgendwie problematisch wären. Jetzt abgesehen von der Kapazität, die falsch beworben wurde, würde ich schätzen, weil Datenblatt, wenn ich nach der Nummer suche, sagt auch das, was jetzt hier rauskommt. Ich habe nichts gesehen, dass sie sich erhitzen. Ich habe nichts gesehen, dass sie sich unterschiedlich entwickeln. Das sollte alles eigentlich passen. Und ja, hier so tut jetzt der Akkuschrauber auf jeden Fall auch mit moderner Akkutechnik wieder unterwegs, was er soll.